Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Runde Sheltered. Nachdem wir das letzte Mal fast die ganze Familie verloren haben, bis auf zwei Leute. Und diese zwei Leute waren Kinder und mit denen war leider nichts mehr anzufangen, dann versuchen wir es jetzt nochmal von vorne. Jetzt weiß ich auch ein bisschen mehr Bescheid und ja, ich werde das mit der Strahlenkrankheit auf jeden Fall ernster nehmen und gucken, dass wir genug Tabletten haben und Masken haben und wenn nicht, dann auch niemanden rausschicken. Und dann wollen wir mal wieder hier erstmal die Mutter erstellen. Ich überlege gerade, warum eigentlich nicht so lassen. Ich glaube, ich nehme das jetzt relativ spontan. Die Choice gebildet, proaktiv. Nächster. Zufällig. Betty. Warum nicht? Wir können eigentlich auch mal zwei Frauen nehmen. Verstört, stärkt 10. Dann machen wir aber hier unten nicht proaktiv, sondern... Was passt denn zu diesem verstört? Mutig eigentlich. Ich nehme mal mutig. Ich finde es auch irgendwie... Ich finde das gut. Es passt irgendwie auch in diesem... dieser Weste jetzt irgendwie so in den hochgekrempelten Ärmeln. Betty und Joyce. Und sie müssen auf zwei Kinder aufpassen, die ich jetzt auch wieder zufällig wählen werde. David, warum nicht? aber ich glaube, ich nicht Schläge. Ich will da jetzt aber trotzdem ein bisschen wachsam, ein bisschen Abwechslung, okay. Und dann vielleicht ein anderes Oberteil. Kapuzenpulli bei den Jungs mag ich. Ich trage selbst gerne Kapuzenpulli. Finde ich gut. So, dann Linda. Das Genie. Mit kleinem Appetit. Das ist doch auch gut. Und nehmen wir... Ich glaube, ich mag hier mal so mit dem Haarband, auch wenn das immer so ein bisschen grell-lila ist. Vielleicht, ja gut, mit dunkel-lila passt es vielleicht noch. Was könnten wir dann noch? Damit wird es auch passen. Was haben wir bei den anderen fünf Farben? Schwarz, lila, blau. Oh, nein, nein, nein. Jetzt muss ich es nochmal machen. Verdammt. Das war eben so gut. Hat er sich das behalten? Ja, gut. Ups. Jetzt hätten wir, aber dann hätten wir zweimal lila. Ich möchte, dass meine Familie farblich schön zusammenpasst. Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Mal gucken, wie das aussieht. Hatte ich da jetzt eigentlich bei ihr Genie, kleiner Appetit. Ach so, ja gut. Das wäre dann unsere Familie. Und der arme Junge ist allein unter drei Frauen. Das steht da schon durch. Ich werde hier jetzt gerade noch mal Schulz. Okay. Ja, Familie Schulz. Schneider. Sind jetzt tatsächlich auf einmal so auch deutsche Namen mit dabei? Das wusste ich noch gar nicht. Ich krieg trotzdem erst nochmal durch. Irgendein Familienname, mit dem ich mich eher anfreunden kann? Gilbert. Ich fand unsere Fosters irgendwie gut. Ich weiß auch nicht warum. Familie Weber. Die Katze. Pouncelot 2.0. Ich würde sagen, Pouncelot hat sich ausgeschlichen und hat eine neue Familie gefunden. Das ist eine schlaue Katze, die hat gedacht, nee, das wird nichts bei der alten Familie, die sterben alle weg, ich suche mir eine neue. So ist das, genau. Nein, nicht Tutorial, verdammt. Drückt man automatisch auf Ja, weil man weitermachen möchte und dann...
durch das Tutorial angeht. Ich hoffe, ich kann das nochmal überspringen. Das wollte ich nämlich jetzt eigentlich nicht. Regen an der Oberfläche ist die Frage, ob ich jetzt irgendwas machen darf. Find einen Weg in den Schutzraum. Darf ich bitte nochmal das Überspringen vielleicht verlassen? Nein. Oh, das ist natürlich jetzt blöd. Da müssen wir jetzt durch. Wir müssen das Tutorial gerade nochmal schnell spielen. Hallo? Geht ihr jetzt auch alle in den Schutzraum oder muss ich euch alle einzeln da jetzt irgendwie reinschicken? Bewegung. Ja, ich hatte das Gefühl, dass das Tutorial nicht so wirklich gut funktioniert. Weil das darf man ja eigentlich nicht machen, beide Türen auf. Dummes Tutorial, ganz ehrlich. Okay, da müssen wir jetzt durch. Finde einen Weg, um den Schutzraum mit Strom zu versorgen, Kraftstoff hinzufügen und wir lesen. Dürfen wir den Eintrag lesen? Ich darf, glaube ich, jetzt überhaupt nichts machen, was das Tutorial nicht vorgibt. Ich hoffe, es ist gleich vorbei. Alles ist ja alt und heruntergekommen, doch wenn wir die Objekte und Systeme hier reparieren und verbessern, groß geschrieben, wird alles gut. Und, wir könnten die Umgebung erkunden und die Objekte zum Fertigen nützlicher Dinge suchen. An der Wand neben der Tür ist eine Karte. Sehr gut, mein Junge. Wenn wir uns auch noch um unsere eigenen Bedürfnisse kümmern, können wir hier lange bleiben. Denn um seine eigenen Bedürfnisse kümmern, können normale Menschen nicht. Das müssen wir erst lernen. Hat jemand Hunger oder Durst? Ihr kümmert euch. Darf ich jetzt? Ja, hier bitte selbstständig. Das ist... Trotz allem, ich muss nur aufpassen, wenn das Wasser kontaminiert ist und sowas, dass ich dann halt aufpasse, dass sie mir nichts trinken und so. Ich glaube, war es das jetzt eigentlich auch an Tutorial? Wir werden sehen. Ich möchte das jetzt ansehen. Tag 1. Da sind wir. Wie immer haben wir es geschafft. Jetzt gibt es nur noch uns gemeinsam. Dies sind die Mitglieder unserer Familie. Joyce, Betty, David, Linda und Katze Pouncelot. Ach hier, Katze. Wie letztes Mal schon Hund. Ich habe einmal mit Hund gespielt, ganz kurz, um was anzutesten. Da war das nämlich auch klein geschrieben. Wir haben ein neues Zuhause. Die Luft ist etwas muffig und der Fußboden ist dreckig. Doch die dicken Betonwände und die stabilen Türen sind ideal. Ich weiß nicht, wie viel mehr dieser Familie noch von der Welt ertragen könnte. Ich glaube, der Eintrag ist ein bisschen anders. Auf jeden Fall ist das Graffiti anders. Finde ich gut. Katze pennt, wie immer. Jetzt schauen wir erstmal, ob wir hier erstmal aufrüsten können. Wie immer. Ich kann die Haltbarkeit aufrüsten. Du nimmst dir deinen Anzug und guckst mal oben, wie es aussieht. Aufrüsten. Erhöht Geschwindigkeit. Erhöht die Haltbarkeit. Erhöht den Widerstand. Ich mache erstmal Widerstand. Und jetzt geht das auch alles wie gewohnt. Und der Junge darf mal gucken, ob wir... Kann ich das gleich schon aufwerten? Nein, da fehlt uns noch ganz viel für. Ich würde schon gerne als erstes mal... Erstmal hier wieder in der Ecke Platz schaffen für das Wasser. Wobei die Kiste, Moment, ich brauche noch Platz für den Schlafsack später. Dass wir hier noch gleich Wasser hinzufügen. Ich kann halt hier nur so ein kleines Wasserding jetzt machen, weil ich die Werkbank noch nicht aufrüsten kann. Leichter Sandstaub an der Oberfläche. Ich hoffe, das beeinträchtigt dich nicht, liebe Joyce. Bei deiner Arbeit. So, dann habe ich einen Kommentar bekommen, dass die bei Licht schneller arbeiten. Das heißt, ich lasse jetzt mal Licht an. Wobei teilweise die Räume haben nicht alle Licht. Ich weiß auch gar nicht,
Man kann Level 2 kann man, glaube ich, Lichtschalter genau kann man machen. Ja, da bin ich leider noch nicht. Das müssen wir dann, wenn es soweit ist. Einen Schlafsack brauche ich jetzt aber. Nee, da muss ich gerade noch mal das umgestalten. Objekt fertigen, Schlafsack. Und dann lasse ich dich rein. So, du bist fertig. Du bist auch fertig. Du bist müde. Und dann machst du noch so ein Ding. Toilette. Ist die Frage, ob sie es dann schafft, noch mit dem Jungen einmal rauszugehen. Er hatte, glaube ich, die Wahrnehmung. Und dann wollen wir nämlich gleich mal erkunden gehen. Duschen brauchen wir auch. Ah, ich kann gleich schon ein zweites Zimmer machen. Nein, ich kann wieder dasselbe Problem. Ich habe kein Zement. Das fällt nie so auf, diese dunkle Zahl. Ich bin so ein bisschen drauf trainiert bei diesen. Wenn man was aufrüstet, ist die Zahl rot, wenn was fehlt. Und da ist sie braun. Deswegen fällt es nicht so auf. Man denkt, man hat alles. Man sieht nur grün und ja, yeah, ich kann es bauen. Nein, leider nicht. Leider nicht. Du bist auch schon ein bisschen müde. David ist ein bisschen müde. Das geht aber noch. Lass uns mal mit der Betty zusammen rausgehen. Eine erste kleine Tour so zu diesem Schule, Bauernhof und kleines Haus. Das hört sich gut an. Ausrüsten. Und los geht's. Unsere erste Expedition in dieser Runde. Unsere kleine verrückte Schlägerin und ihr Sohn mit guter Wahrnehmung. Das ist ein super Team. Ich glaube dran. Ich habe den Wasserfilter noch nicht aufgerüstet. Der müsste auch mal repariert werden, glaube ich. Das kannst du doch bestimmt machen. Materialien fehlen mir. Reparieren. Da kommt der erste Funkspruch rein. Hallo, Betty am Apparat. Wir haben eine Schule entdeckt und sie sieht so aus, als könnten wir hier etwas Gutes abstauben. Möchtest du, dass wir uns einmal umsehen? Gerne doch. Ich bin echt gespannt, ob das Spiel tatsächlich auch gut ausgehen kann, insofern, dass man halt diesen Wohnwagen repariert und dann einfach davon tuckert. Oder ob man dann zu einem neuen Schutzraum kommt. Das wäre natürlich auch krass. Ich weiß nicht, ich habe es noch nie gesehen. Auch bitte keine Spoiler, nicht verraten. Aber ich möchte gerne, also das wäre eigentlich so mein Ziel, dass ich mal versuche halt hier alle Teile zu bekommen und dass wir denen irgendwann mal klar machen können. Und ich finde es eigentlich gut, dass so ein Survival-Game auch halt trotzdem so eine Art Ziel hat, wie jetzt diesen Wohnwagen in Gang zu bringen. Das macht das Ganze dann nochmal ein bisschen interessanter. Betty an Basis, wir sind bei dieser Schule, diese Faulheit, das nicht anzupassen immer. Ja, wir Deutschen und unsere Flexion. Schule auf jemanden gestoßen. Willst du, dass wir mit ihnen reden? Nein, so nein. Falls ich zu wenig Zeug dabei habe zum Handeln, können wir mal reden, aber bis dahin nicht. Ich hoffe nur, dass sie jetzt trotzdem in der Schule was finden. Immer noch Tag 1. Jetzt nicht mehr. Ab 6 Uhr morgens ist Tag 2. Das heißt, da haben wir jetzt wieder bis auf die Choice haben alle das die Nacht durchgemacht.
Ich möchte gerne das erste Zement finden, damit ich wieder mehr Betten bauen kann. Ich finde das so wichtig, dass man Betten hat. Sieht alles gut aus. Die Katze macht auch den ganzen Tag nichts anderes als schlafen. Ich warte auf weiter eingehende Funksprüche. Wie sieht's denn sonst aus? 16 Essen, ui, das ist ja gut. Ach nee, 16 Wasser, 9 Essen, ist aber auch okay. Da seid ihr ja schon wieder, was? Ihr seid schon wieder da. Was ist denn der Junge? Schade, das heißt, die haben echt nichts gefunden, dann müssen wir demnächst nochmal hin. Da waren drei Gebäude und die haben nichts gefunden. Das ist ja blöd. Hier, da war eine Schule, ein Bauernhof und ein kleines Haus und eine Hütte. Die haben, glaube ich, aber auch nur die Schule untersucht. Naja, beim nächsten Mal. So, du kannst mal putzen. Ich weiß nicht, wie wichtig es eigentlich ist, den Raum so sauber, ich bin ein bisschen müde, ich kann nicht falsch schon mit meiner eigenen Zunge, den Raum, Schutzraum sauber zu halten. Wie viel das wirklich ausmacht, kann ich nicht sagen, ob die irgendwie dann krank werden, wenn man das nicht tut, aber da liegt schon wieder so viel rum, ich habe das Bedürfnis, sauber zu machen. So. Linda ist fertig, dann kann sie auch den Anzug jetzt abgeben. Ja, ein Schlafsack für vier Leute ist einfach zu wenig. Ich kann natürlich die Joyce auch einfach gerade mal alleine rausschicken. Und zwar da unten hin. Dass sie mir da irgendwie jetzt nochmal hingeht. Die ist alt genug, die kann alleine raus. Sag ich jetzt mal. Ich habe immer die Tendenz, zwei Leute rauszuschicken, aber eigentlich, solange ich ja nicht auf Konfrontation gehe, reicht einer eigentlich auch aus. Und zwei können natürlich mehr tragen, aber erstmal überhaupt was finden. Ja, ich weiß, du musst schlafen, aber ich habe doch keinen Platz für dich. Hallo, Joyce am Apparat. Hier ist das, hier ist ein kleines Haus und sieht so aus, als könnte ich hier fündig werden. Ich hoffe. Willst du der Katze vielleicht mal Essen geben? Pouncelot mit hoch erhobenem Kopf stolziert hier rum. Wenn man irgendwie Platz schaffen könnte, um noch einen Schlafsack zu bauen. Ja, spricht Joyce. Anscheinend liegen bei dem kleinen Haus Sachen rum. Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Gasmaske, sehr gut. Essen. Kalk. Sehr schön. Wie sieht's aus? 20, 6, 7. Joyce wieder. Im Ödland fand ich einen kleinen Bauernhof. So muss es sein. Schön gucken, alles durchsuchen.
der Junge bald ausgeschlafen. So eine Schlafmütze. Oh, was haben wir da? Kalk kann ich stapeln, das kann ich stapeln. Ich würde gerne Federdraht. Ich glaube, bei Drähte, glaube ich, brauchen wir momentan noch nicht so dringend. Benzin wäre natürlich auch gut. Wir müssen nochmal her. Das war jetzt das kleine Haus mit den Sachen. Ja, da müssen wir nochmal hin. Ich kann auch nicht geschickt irgendwas umstellen, dass wir da irgendwie den Generator kann man nicht umstellen. Dass man da irgendwie doch mehr Schlafsäcke auch oben irgendwie noch unterbringt. Nee. Das geht einfach nicht. Da hier vorne ist halt auch alles schon dicht. Nee, nee. Das klappt leider nicht. Nein, da kann ich so rumschieben, wie ich will. Ich werde da keinen zweiten Schlafsack hinkriegen. Naja. So, du kannst gerade... nicht der David. Wo du da schon stehst. Wo ist sie denn, Joyce? Ich kann sie, glaube ich, gerade nicht steuern. Ich wollte sie nämlich eigentlich, wenn sie schon da steht, das Licht ausmachen. Naja, machen wir auf der nächsten Tour das draußen das Licht aus zumindest. Da brauchen wir es wirklich nicht. Für dich immer meinen. So, ist sie denn noch fit? Sie könnte noch mal raus. Sie könnte noch mal raus. Sekunde, Tagebuch. Tag 3. Auf unserer Reise haben wir ein Gebäude nach Vorräten durchsucht, als wir einen Fuß aus einem Schrankkragen sahen. Wir näherten uns vorsichtig dem Schrank, bereit angegriffen zu werden. Stattdessen entdeckten wir die Leiche eines Mannes. Seine Hände waren gefesselt und es sah so aus, als wäre er heftig zusammengeschlagen worden. Ich hoffe, dass er demjenigen nicht über den Weg laufen, der ihm das angetan hat. Okay, wie sieht's eigentlich mit... David hat jetzt ausgeschlafen. David und Joyce vielleicht, weil dann kann ich mehr mitnehmen. Nächste Person. Genau. Dann gehen wir nämlich nochmal zum kleinen Haus und dann zu dieser Hütte. Ihr beiden. Okay, sie wartet noch, dass ich schlafen gehen kann. Ich kann leider noch kein Zement herstellen. Kann ich was aufrüsten? Mal gucken. Da nicht. Ja, hier kann ich noch. Okay. Den haben wir schon aufgerüstet. Also ich kann mal ein bisschen reparieren. Hier spricht Joyce. Im Ödland fanden wir ein kleines Haus. Genau, da wollte ich hin.
Das Licht flackert immer so. Ein Rohr und eine Sicherung. Okay. Das waren jetzt andere Dinge. Blöd. Also manchmal klappt es, glaube ich. Ich hatte das schon mal gesehen, dass wenn man wiederkommt, dass dieselben Sachen noch hat, wenn man das kurz danach macht. Das ist schade. Naja, gut. War vorher jemand da, hat uns die Sachen geklaut. Der David hat eine Hütte gefunden. Was ist eigentlich für ein Graffiti hier unten? Das sieht so ein bisschen aus, als hätte sich Catwoman verewigt. Leichter Sandsturm. Regen könnten wir, glaube ich, bald wieder gebrauchen. Fremde ansprechen, davon schleichen. Wir sprechen sie mal an. Ich hoffe, sie sind freundlich. Okay, es ist eine. Hallo, warte mal kurz. Deborah. Wir versuchen zu handeln. Du siehst aus, als könntest du ein paar Sachen gebrauchen. Willst du handeln? Tja, so wie es derzeit läuft, bestimmt der Käufer die Preise und dieses Wirtschaftsklima hat nicht jedem gut getan. Ja. Okay. Antistrahlentabletten ist gut. Schalter. Das kostet bestimmt beides viel. Oh, 40. Sicherung ist nur 4. Wir kriegen nur 6 zusammen. Naja, ich nehme immer den. Soll ich den, das Rohr behalten oder den Schalter nehmen? Ich glaube, ich behalte besser das Rohr. Tut mir leid, dann. Nee. Kein Handel. Er hat nichts davon gefallen, aber enttäuscht bin ich nicht. Die Preise waren nicht zu meinem Gunsten. Bis zum nächsten Mal, Fremder. Okay. So, jetzt aber in die Hütte rein. Das sieht vielversprechend aus. Zement, Plastik, auf jeden Fall. Das Beil nehmen wir mal mit. Leder, Holz, Faden. Also die Munition passt noch, die können wir noch tragen. Die würde ich aber, wenn wir noch was finden sollten, zurücklassen. Aber ich glaube, die kommen jetzt direkt wieder nach Hause. Ich denke, das war eine recht erfolgreiche Runde.